Bam, Leute! Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Heart Gold in der Nuzlocke Challenge. Wir sind hier auf irgendeiner Route zusammen mit unserem besten Freund Playboy. Aber ganz ehrlich, du solltest damit zum Arzt gehen. Das sieht nicht gesund aus da hinten. Ja, aber ich meine, solange dein Arsch nicht abbrennt, soll es mir recht sein. Wie geht's denn dir so? Sag mal. Okay, ich hab einfach nur die erste Zeile gelesen. Playboy rülpst einfach mal los. Okay, dir geht's gut scheinbar. Aber die Blähungen machen sich scheinbar schon bemerkbar. Naja, und unterdessen ist hier ein neues Aprikoko-Gedöns gewachsen. Das freut mich. Eine weitere Aprikoko-Grün. Oh yeah. Ich glaube, die grünen Aprikokos waren nicht so geile Aprikokos. Allgemein sind die meisten Aprikokos nicht so geil. Aber naja. Ein wildes Pokémon. Ein Taubsi. Alles klar, dann werden wir das Taubsi mal so hardcore vergewaltigen. Und ich sage euch, sobald Playboy Rauchwolke lernt, ne, ihr versteht schon, dann gehen die Blähungen richtig los. Dann geht es ab. Okay, das Taubsi wird wohl kein Problem sein für Playboy. Ich kann nie genug von diesem Namen kriegen. Playboy. Ich finde ihn cool. Alles klar, dann hätten wir das. Pam. Destroyed. Gute Arbeit. Und wir erhalten Level 6. Wir erreichen Level 6. Und da ist sie. Die Blähattacke. Nice. Und ein Gegengift. Nice. Au. So, du willst nichts hier, ne? Was will er hier? Oh, guck mal. Wir sind hart am Fighten. Los, Ratfratz! Tackle-Attacke! Ja! Was willst du? Das hier ist ein sehr wichtiger Kampf für mich. Ist dir das klar? Lass mich in Ruhe! Alles klar. Mann. Muss ich gleich auch anschreien, Teenager Julian. Ja, ich weiß, wie du heißt. Dein Name ist bekannt. In der ganzen Welt. Oder in der englischen Variante Youngster Joey. Mit seinem mega starken Radfatz. Der ist überall bekannt. Und eine Raupi gibt es hier auch. Alles klar. Ich bin schon gespannt, was wir als erstes Pokémon kriegen werden. Ich fürchte jetzt einmal, ich habe keinen Bock gerade. Was wir als erstes Pokémon kriegen werden. Ich muss ja sagen, ich bin soweit eigentlich mit allen Pokémon, die es hier gibt, ziemlich zufrieden. Bis auf Raupi. Raupi hätte ich vielleicht eher weniger gerne. Aber den Rest, der es hier so gibt, bin ich eigentlich, ja, würde ich gut finden. Ein Mädchen. Ich weiß. Ach so, du musst Freak sein. Ach ja, stimmt. Ach, schade. Ich bin derjenige, der vorhin Professor Lind diesen Brief geschickt hat. Oh Mann, ich dachte, sie wäre meine hier, das ist das Objekt, das Professor Lind für mich untersuchen soll. Ein Rätselei. So, genau, da kommt, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das letzte Mal nicht gesagt, eine weitere Regel für das Pokémon-Fangen, in Anführungszeichen. Pokémon, die immer gefangen und benutzt werden dürfen, sind einerseits einzigartige Pokémon, wie zum Beispiel Legenden oder Lapras wäre auch so ein einzigartiges Pokémon. Also solche Pokémon, die halt da rumstehen, ne? Einmalig. Dann geschenkte Pokémon, wie das Rätselei. Getauschte Pokémon, also wenn jemand irgendein Pokémon tauschen möchte, das darf ich auch benutzen. Und Shiny-Pokémon dürfen auch jederzeit gefangen und benutzt werden. Egal, ob die Routenregel dadurch verletzt werden würde, Shinies dürfen auch immer gefangen werden. Ja, das noch soweit zum Pokémon-Fangen. Was hältst du für diese Mal? Ein Freund aus Teak City hat es mir anvertraut. Und in Johto hast du so etwas bestimmt noch nicht gesehen, was? Ich dachte, Professor Lind könnte mir vielleicht erklären, was in aller Welt es damit auf sich hat. Auf dem Gebiet der Pokémon-Entwicklung ist Professor Lind die Nummer 1. Und ich leider nicht. Ich werde nie so gut sein wie Professor Lind. Das sagt selbst der berühmte Professor Eich. Du gehst jetzt wieder zu Lind zurück, habe ich recht?
Dann solltest du deinem Pokédex aber vorher eine kurze Pause gönnen. Pokédex? Ja, ich gönne meinem Pokédex eine kurze Pause. Da würde er sich freuen. Warum habe ich ja noch gar keinen? Aha, du bist also Freak. Mein Name ist Professor Eich. Ich bin vom Beruf Pokémon-Forscher. Ich besuche gerade meinen alten Freund Mr. Pokémon. Wie sicherlich sehr schwer zu erkennen ist. Ich hörte, du erledigst etwas für Professor Lind, also habe ich gewartet. Oh, was haben wir denn da? Das ist ein ziemlich seltenes Pokémon. Und es hat Blähungen. Du solltest damit zum Arzt gehen. Und du führst es spazieren, das ist auch schön. Ich verstehe, du hilfst Professor Lind also bei seiner Forschung. Ja, ich glaube, ich verstehe, warum er dir dieses Pokémon anvertraut hat. Denn du bist ein weiteres 10-jähriges Kind, das ein Pokémon kriegen muss. Deshalb hat er es dir gegeben. Du siehst wie jemand aus, der sich sehr um deine Pokémon kümmert. Hoffe ich doch. In Ordnung, in Ordnung. Du scheinst zuverlässig zu sein. Möchtest du mir auch etwas helfen? Nein. Ich helfe auch Professor Lind nicht. Das ist nur... Das haben sie jetzt nicht von mir gehört. Sieh mal her. Das ist das neueste Modell des Pokédexes. Er fasst automatisch Daten über Pokémon, die man gefangen oder gesehen hat und legt selbstständig neue Einträge für sie an. Es ist eine Art Hightech-Lexikon. Hier, ich möchte, dass du ihn mitnimmst. Bam, 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 bam. Treffe viele verschiedene Pokémon und vervollständige diesen Pokédex. Oha, es ist schon wieder so spät. Ich muss jetzt nach Dukatse City meine Radiosendung aufzeichnen. Ich glaube zwar, wir laufen uns ohnehin nochmal irgendwo über den Weg, aber lass uns zur Sicherheit Kontaktdaten austauschen, Freak. Freak, meine ich natürlich. Freak hat Professor Eis Nummer im Pokécom registriert. Oh ja. Schon der zweite Professor. Ich habe überhaupt keine Freunde. Na? Tut mir leid, dass du wegen mir überall durch die Weltgeschichte laufen musst. Aber dieses Ei muss unbedingt an Professor Nick geliefert werden. So, und jetzt warte ich auf meine Post. Was? Ich hab nichts mehr. Ich hab nichts mehr gehört. Ring, ring. Ein Anruf. Ring, ring. Hallo, Free. Es ist schrecklich. Wie soll ich das erklären? Ich weiß das selbst nicht. Jedenfalls ist es ganz schrecklich. Bitte komm schnell zurück. Okay. Was ist denn passiert? Ist einfach ein Essen runtergefallen und ich muss sauber machen. Ah, jedes Mal muss ich das machen. Kinderarbeit ist für ihn nichts Neues. Alles klar, dann wollen wir mal Richtung Labor zurückgehen. Die sind immer noch hart am Battlen. Sie starren sich an. Das ist ein sehr intensiver Kampf. Ich sollte sie wirklich nicht stören. Das ist... Puh. Von so einem Kampfstil können wir nur noch träumen. So, ja, gehen wir ins Pokémon Center. Wir können eigentlich auch noch ein paar Träge kaufen. Oder allgemein mal gucken, was es so zu kaufen gibt. Pokébälle können wir, glaube ich, noch nicht kaufen. Aber andere Sachen. Ganz, ganz tolle Sachen. Ein bisschen Roastbeef, ein Hühnchen, eine Pizza. Ihr wisst Bescheid. Komm bald wieder. Werde ich. Versprochen. So, dann gehen wir mal ein bisschen shoppen hier. Ba, 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 bam, bam, bam. Kann ich dir helfen? Ja, du kannst mir alles geben, was du hast. Trank, Gegengift, Paarheiler. Ein paar Heiler können wir uns mal gönnen. Einfach so. Weil wir es drauf haben. So, Trank. Haben wir noch 5. Ist okay. Dann schön. Wir müssen uns ja auch gut eindecken in so einer Nuzlocke-Challenge, ne? So. Dann wieder hier auf die alte bekannte Route. Du hast dein Pokémon aus dem Labor. Was für eine Verschwendung für einen Schwächling wie dich. Was ich damit sagen will, fragst du? Wie deutlich muss ich denn noch werden? Dann erkläre ich es eben ganz genau. Mein Pokémon hier ist auch nicht übel. Wenn es erstmal mit dir fertig ist, bleiben keine Fragen mehr offen. Eine Herausforderung von einem Passanten. Mit einem Kanimani. Zufälligerweise hat er auch ein Pokémon aus dem Labor. Ich frage mich, wie die ganzen Ereignisse zusammenhängen. Und ich würde sagen, wir machen erstmal eine Rauchwolke.
Genauigkeit wurde gesenkt. So, es kratzt mich zu Tode und ich tackle es zu Tode. Wir sind ein Level höher, das heißt, wir dürften gute Chancen haben. Er macht zwar mehr Schaden, wenn ich das richtig sehe. Oh, vor allem mit Silberblick. Eieiei, da müssen wir jetzt auf die gute alte Rauchwolke hoffen. Und ja, hoffen, dass er ein paar Mal daneben schießt hier. Er trifft aber leider ziemlich gut. So, 6 Schaden hat er das gemacht. Ein Volltreffer würde reichen. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Bitte? Du könntest sie auch zur Abwechslung mal nicht treffen. Oh Gott, nochmal Silberblick. Eieieiei. Für einen Schwächling hast du ganz schön was auf dem Kasten. Du machst mir aber auch nicht gerade wenig Angst. Ja, dann setze ich mal einen Trank ein. Er macht nochmal Silberblick, aber gut, mit einem Schlag wird er mich definitiv nicht töten können. Das, da braucht er definitiv mindestens 2 Schläge und wir könnten in 2 Schlägen tatsächlich so weit sein, dass wir Kanimani down kriegen. Aber das geht daneben. GG, würde ich sagen. Bam! Geile Mucke übrigens. Geht voll ab. Das ist, glaube ich, meine Lieblingsrivalen-Mucke. Badabadabadabam! Du hast gewonnen. Bist du jetzt zufrieden? Ja, ich spüre tiefste... Ich meine, ich spüre tiefste Befriedigung. Willst du wissen, wer ich bin? Ich werde es dir sagen. Ich bin derjenige, den die Leute schon bald den größten Pokémon-Trainer aller Zeiten nennen werden. Was zum... Hey, gib mir das! Das ist der Trainerpass, den ich verloren habe. Er gehört mir. Verdammt, jetzt hast du meinen Namen gesehen, oder? Arschloch, Penner. Ja, aber uncool drauf. Na? Na, immerhin bist du glücklich. Er strotzt vor Energie. So, Route 29. Alles klar. Gut, haben wir das auch überstanden. Bin ich froh, dass... Hätte auch anders ausgehen können. So. Dann können wir hier ganz easy wieder zurück in unsere Heimatstadt und endlich mit dem Professor reden. Hi. Hallöchen. Was willst du hier? Stecke gerade mitten in den Ermittlungen zu einem Pokémon-Diebstahl. Und die erste Regel, die es in einem solchen Fall zu beachten gilt, lautet, der Täter kehrt immer an den Tatort zurück. Schön hast du das aufgesagt. Wer weiß, vielleicht bist du am Ende sogar der Täter. Natürlich. Moment mal, dieses Mädchen ist unschuldig. Ich habe nämlich einen Jungen mit feuerroten Haaren dabei beobachtet, wie er hier rumgeschnüffelt hat. Okay, dann werde ich wohl einem 10-jährigen Jungen Glauben schenken müssen. Und du sagst es, du hast dir mit diesem Jungen einen Kampf geliefert? Dann deutet alles darauf hin, dass er der wahre Täter ist. Echt, die Polizei ist so professionell hier. Die ist echt... Kauft 10-jährigen Kindern alles ab. Und du kennst auch den Namen dieses Jungen? Kenn ich den? Ja. Ich weiß nicht, was ich ihm für einen Namen geben soll. Huch, bin ich an mein Mikro gekommen. Tut mir sorry. Ich denke, ich nenne ihn einfach Standard Silver, oder? Aber in Kleinbuchstaben. Nur ich darf in Großbuchstaben geschrieben werden. Silver. So. Mache ich ja sonst auch immer. Die Charaktere beibehalten. So, okay. Nein, ich hab's... ich kann es doch ändern. Aha, er heißt Seiler. Und, ich habe falsch verstanden. Ja, er heißt nicht, natürlich nicht Seiler, er heißt Silver. Ich Vollidiot. Habe ich da tatsächlich noch einen Schreibfehler gemacht?
Silver. So, jetzt aber. Wo ist die Start, wo ist der Startknopf? Da. So. Ah, Silver ist also, habe ich es jetzt richtig verstanden? Ja, passt. Vielen Dank für die Unterstützung. Dann lade mein Auftrag von Ulan den Jungen mit den roten Haaren auf die Spuren. Auf geht's. Auf geht's ins Abenteuer. Du schaffst das. Okay. Puh, ein Glück, dass wir den Verdacht von dir abwenden konnten. Nicht wahr? Fake! In Ordnung. Dann bis später. Tschüss. Oh, endlich ist er weg. Oh, Freak. Hier war ganz schön was los, sage ich dir. Aber warum erzählst du mir nicht, was es mit Mr. Pokémons großem Foot auf sich hatte? Oh, wir geben ihm das Rätselei. Gut, dann wollen wir mal sehen. Das sieht ja ganz nach einem Ei aus. Epic Slow Clap. Ja, natürlich recht. Diese Art Ei sehe ich gerade zum ersten Mal. Aber außer Mr. Pokémon gibt es heutzutage niemanden mehr, den ein neues Ei noch so aus den Socken haut. Es ist immer dieselbe Leier mit ihm. Aber jetzt, wo wir das Ei noch schon mal haben, wollen wir doch auch mal sehen, welche Geheimnisse es birgt. Dann also mal los. Ich werde es eine Weile lang hier behalten und genau untersuchen. Was? Professor Eich hat dir ein Pokédex gegeben? Ist das echt wahr? Freak! Das ist ja unglaublich. Er besitzt das einzigartige Talent, das wahre Potenzial eines Trainers zu erkennen zu können. Mann, wer hätte das gedacht? Mir war zwar auch klar, dass du nicht irgendein Trainer bist, aber das macht die Sache doch mal ein ganzes Stück interessant. Er war nur zufällig da. Mach jetzt keine große Sache daraus, Mensch. Er hätte es jedem x-beliebigen Typen in die Hand gedrückt. Diese faulen Säcke. Kinderarbeit immer. Das Pokémon, das ich dir gegeben habe, scheint dich auch schon richtig lieb geworden zu haben. Ja, hoffe ich doch. In Ordnung. Was hältst du davon, wenn du dich mal an den verschiedenen Pokémon-Arenen dieser Region versuchst? Und dann, wenn du dir die Orden aller Arenen erkämpft hast, warten die Pokémon-Liga und der Tempel des Champs auf dich. Man muss seine Ziele immer viel zu weit nach oben stecken, habe ich recht? Aber werd nicht übermütig. Ja, das sagt der Richtige gerade. Es bis zum Champ zu bringen, ist alles andere als leicht. Bis erst sollst du dich an der Arena von Leona City hier in der Nähe versuchen. Mit deinem Niveau solltest du dort bereits einiges erreichen können. In Ordnung. Fick. Wenn du es wirklich darauf anlegst, alle Arenen dieser Region zu besuchen, ich habe mich noch gar nicht entschieden, Mann. Solltest du dich besser auf eine lange Reise gefasst machen. Bevor du aufbrichst, solltest du mit deiner Mutter sprechen. Ja, okay. Dann spreche ich eben noch mit ihr. Hallo, Mutter. Ich bin total happy, dich wiederzusehen. So, du möchtest also auf ein Abenteuer gehen? In Ordnung, das ist natürlich meine volle Unterstützung. Lass mich mal überlegen, was ich für dich tun kann. Ah ja, ich könnte jedes Mal, wenn du Geld verdienst, einen kleinen davon an mich nehmen und für dich sparen. Ja, du sollst auf deine Finanzen aufpassen und sie lieber mich ausgeben lassen. Aber ja, mache ich. Denn es kann nämlich sein, dass man Items kriegt, die sehr nützlich sind, wie zum Beispiel einen Mondstein kann man kriegen. Und wenn ich die Chance auf einen Mondstein habe und somit auf einen Nidoking, dann werde ich die definitiv wahrnehmen. Du kannst auf mich zählen. Ja, also, Mondstein. Ja, Mutter, ein Mondstein. Vergiss das nicht. Mondstein. Keine lächerlichen Bären. Mondstein. Ja, habe ich verstanden. Ich kaufe dir dann einen Trank. Du und deine Pokémon, ihr seid ein Team, Wenn ihr zusammenhaltet, könnt ihr Berge versetzen. Okay, gut, dann versetze ich mal ein paar Berge. Alles klar, ich setze hier vor der Haustür einen Berg hin. Da muss ich ja nie wieder zurück. Okay. So, dir geht's noch gut. Ja. Streckt sich lang und macht ein Päuschen. Tja, tut mir leid, gibt keine Pause. Nicht für dich. Oh, da bist du ja. Fick! Mit Hilfe von Pokébällen kann man wieder Pokémon einfangen. Komm doch mal eben mit. Jetzt war das sie voll beeindruckend. Ein wildes Radfratz erscheint. Holy shit. Los, Mary. Kampf! Ja, du schaffst es. Du schaffst es. Rotenschlag. Oh nein. Marys Verteidigung wurde geschwächt.
So, jetzt habe ich die KP vermindert. Jetzt fehlt nur noch der Pokéball. Der ist doch hier irgendwo. War der. Ah, in meiner Unterhose. Alles klar. Pokéball. Okay. Clarence setzt Pokéball ein. Episch. Glückwunsch, du hast eine Radfratz gefangen. Ich bin so stolz auf dich. So ungefähr funktioniert das. Wenn du deinen Gegner noch mehr schwächst oder ihn in Schlaf versetzt, wird es noch leichter, ihn zu fangen. Ansonsten experimentierst du am besten einfach selbst ein bisschen herum. Hier, das ist für dich. Viel Erfolg. Danke. Man sieht sich. Tschüss. Oh, endlich ist er weg. Okay. Der Part neigt sich dem Ende zu, aber wenn wir jetzt schon Pokébälle erhalten haben, dann wollen wir doch jetzt doch auch mal gucken, was wir für ein Pokémon auf dieser Route kriegen werden. Und ich hoffe, wir verkacken es nicht. Also, unser erstes Pokémon wird ein... Visor. Sehr cool. Ein wildes Visor erscheint. Los, Playboy! Nicht vernichten. Wie wär's, wenn du es erstmal tackelst? Kein Volltreffer. Gut. Ich riskiere das jetzt nicht nochmal, ein Tackle einzusetzen, sondern werfe einen Pokéball. Ja. Bitte bleib drin. Ja. Ja. Du kleine Drecksau. Was mache ich jetzt? Boah, ich will nicht Tackle einsetzen. Wenn ein Volltreffer kommt, ist das wie tot. Ah. Bitte, Playboy, halt dich zurück. Du kleine Missgeburt. Mann. Playboy, das kannst du mir doch nicht antun. Das war unser Routen-Pokémon. Was ist falsch mit dir? Hab ich gut gemacht? Ich glaub's einfach nicht. Oh Mann. Okay, dann gehen wir am besten mal auf die nächste Route. Und versuchen da ein Pokémon zu fangen, weil sonst könnte das knifflig werden. Wir werden doch bestimmt einen Raupi fangen, ich sehe es schon kommen. Ah, oh Mann. Ja, nochmal ein Visor. Hätte ich gern gehabt. Wie gesagt, auf dieser Route hätte ich, glaube ich, so ziemlich alle Pokémon gerne gehabt. Sogar auch eine Radfahrt. Hätte ich auch cool gefunden. Ja. Aber kann man nichts machen. Ich mache übrigens mal so ein bisschen Speed-Taste hier. Hat bestimmt nichts dagegen bei solchen Kämpfen. So. Ach komm, diese grüne Aprikoko braucht eh kein Mensch. Das sind, glaube ich, wirklich unnütz. Das sind, glaube ich, Freundesbälle oder so. So, warte, welche Route war das? Nicht, dass ich hier einen Fehler mache. Route 29. Okay. Ich schreibe mir das jetzt nicht auf. Komm. So, und hier haben wir Route 30. Playboy, reiß dich zusammen. Warte, ich heile dich vorher noch. Komm, das können wir noch mal ganz kurz machen hier. Im Speed-Tempo. Da kann ja ruhig hier Speed-Taste benutzen. Stört ja keiner. Oder schreibt es in die Kommentare, falls es euch stört. So. Dann wollen wir mal. Unser vielleicht jetzt erstes Pokémon wird ein... Taubsi. Das ist auch cool. Aber es ist auf Level 2 und ich habe Angst. Ich habe Angst, verständlicherweise. Ich werf... Wobei ein Taubsi... Lässt sich nicht so ohne weiteres fangen, oder? Wie viele Pokébälle haben wir? Vier. Das Visor war auf Level 3 und hatte zwei Dinge ausgehalten. Also ich nehme an, dass Taubsi ein Tackle aussieht, aber wenn jetzt wieder ein Volltreffer kommt,
Also, es kann nicht sein, dass Playboy so Rambo-mäßig drauf ist, dass er jetzt nochmal einen Volltreffer macht. Komm. Playboy, enttäusche mich nicht. Danke. Na, wenigstens konnten wir ein Taubsi fangen. Oh. Noch nicht, aber wir werden es ganz bestimmt jetzt fangen. Das wird drin bleiben, definitiv. Oh, klasse. Wir haben eine Taubsi gefangen. Puh. Okay, Taubsi, ein Kleinvogel. Es versteckt sich im hohen Gras. Da es Kämpfe verabscheut, wirbelt es Sand auf, um sich zu schützen. Das ist bestimmt sehr effektiv. Natürlich möchte ich mir einen Spitznamen geben. Für Taubsi habe ich, glaube ich, schon sogar einen Namen. Und zwar habe ich mir überlegt, könnte ich ein Taubsi Flappy nennen. Also von wie Flappy Bird, ne? Könnte man machen. Mache ich, glaube ich, auch. Huch, ne, nicht löschen. So. Moment. Das ist falsch. Das habe ich schon wieder verschrieben. Gott, das wäre ein richtig ekliger Name geworden. Wäre aber lustig. So, soll ich den so nennen? Wir können es auch so sehen, dass es tatsächlich ein Schreibfehler ist. Ich merke jetzt nicht, dass ich es falsch schreibe. Ich nenne das jetzt... Ne? Flappy Bird, ne? Flappy Bird. Nichts anderes. Ihr müsst euch da jetzt nichts Unsittliches denken. Ne? Alles cool. Willkommen im Team, Flappy. Puh, ja, dann würde ich sagen... Gehen wir jetzt nochmal wieder zurück und heilen unsere Pokémon. Und im nächsten Part werden wir dann hier weitermachen. Und ja, in die nächste Stadt vielleicht kommen. So, heilen wir erstmal. Und dann möchte ich nochmal kurz ein paar Tränke kaufen, bevor ich es vergesse in der nächsten Folge. Und Pokebälle. Und dann ist dieser Part schon wieder fast eine halbe Stunde lang. Mann, oh Mann. Es geht immer so schnell vorbei. So, kann ich dir helfen? Natürlich. Hier, Pokebälle. Vielen Dank. Einfach mal ein paar Stück hier. Viel werde ich eh nicht brauchen, weil ich eh nur ein Pokémon pro Route fangen kann. So, hier noch ein paar Tränke. So. Wunderbärchen. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Macht's gut, Leute. Und... Warte. Flappy. Na, wie geht's dir so? Es freut sich über das schöne Wetter. Mal wieder. Und tschüss.